alter Bauernhof vor den Toren Münchens. Hier hatte Ralf Kurschewitz seine Werkstatt. Seine Leidenschaft gilt dem Purismus auf vier Rädern. Ralfs Herz schlägt für den VW Kübelwagen, einst erbaut als Mehrzweckfahrzeug für die deutsche Bundeswehr. Meine ersten Autos waren drei Käfer. Und irgendwann gab es den Wunsch, ein etwas geländetauglicheres Auto und natürlich am liebsten offen zu haben. Und dann war eigentlich klar, kann nur ein Kübelwagen werden. In den 70er Jahren erreicht der VW 181 als Funcar Kultstatus in den USA. Ein verrücktes Ding von VW. Einmal mit Dach, einmal ohne. Mit Türen. Und ohne Türen. Ein Auto, das sich überall zu Hause fühlt, wo man sich selbst zu Hause fühlt. Ein Auto, das in jeden Anzug passt, ganz nach Belieben des Besitzers. Ein Auto also, auf das man sich immer verlassen kann. Kein Wunder, schließlich hat der Typ 181 ja den Motor vom wahrscheinlich zuverlässigsten Auto aller Zeiten, vom VW Käfer. Zuverlässig dein Kübel. Ja, luftgekühlter VW halt. Über 20 Millionen Mal wurde der Käfer gebaut. Deswegen ist der Motor, der auch im Kübel arbeitet, zuverlässig und immer noch leicht zu bekommen. Das Fahren ist sehr, sehr pur. Also man hört alles, man kriegt eben alles sehr direkt mit. Dadurch, dass eben alles nicht so gedämmt ist und alles sehr spartanisch. Es gibt keine aufwendige Innenausstattung, keine Teppiche. Es ist eben sehr, sehr puristisch. Gut erhaltene Modelle kosten heute mindestens 7.000. Für Topmodelle muss man bis zu 15.000 Euro zahlen. Also natürlich hat er keine Servolenkung, der Kübelwagen. Aber durch das geringe Gewicht auf der Vorderachse ist die durchaus leichtgängig. Also auch frauentauglich, möchte ich sagen. Während 1969 der erste Mensch auf dem Mond landet, stellt VW den Typ 181 vor. Gebaut für die Bundeswehr, findet er zivil zunächst kaum Fans. Im Prinzip handelt es sich beim Kübelwagen um einen höher gelegten Käfer mit anderer Karosserie. Also serienmäßig wäre die Bodenfreiheit etwa 30 cm. Dieses spezielle Exemplar ist jetzt über andere Federn und größere Räder höher gelegt auf etwa 35 cm. Wie man sieht, sind Blinker, Scheinwerfer, Radkappen und überhaupt etwa 90% der Technik vom Käfer entnommen. Der Rest stammt zum größten Teil vom VW-Bus. Man sieht zum Beispiel hier den Spiegel, die Felgen vom T1, Türgriff vom T2. Die Instrumentierung ist serienmäßig eigentlich äußerst spartanisch. Ich habe hier zum Beispiel ein Drehzahlmesser nachgerüstet, Öltemperaturanzeige, eine Tankanzeige für einen Zusatztank, der unter der vorderen Haube untergebracht ist. Und für etwas mehr Bequemlichkeit hier ein etwas weicheres Lenkrad vom Golf GTI. Dieses ist im Prinzip ein normaler 1600er Käfermotor, Vierzylinder, Boxer luftgekühlt, knapp 50 PS, robust, zuverlässig und reparaturfreundlich, wie man ihn kennt. Die Aerodynamik einer Schrankwand und nur knapp 50 PS lassen keine überragenden Fahrleistungen erwarten. Also dank kurzer Übersetzung beschleunigt er untenrum recht gut. Klar, obenrum geht ihm dann ein bisschen die Luft aus, da fehlt einfach dann ein bisschen die Leistung. Und die Endgeschwindigkeit liegt demnach auch nur so bei guten 100 Stundenkilometer. Mehr als 30 Sekunden braucht der Kübel von 0 auf 100. Und alles andere als ausreichend ist auch die Heizung. Aber auch da hat Ralf ein paar ganz praktische Tipps, wenn die Temperatur mal fällt. Wenn es kalt wird, dann zieht man sich eine wärmere Jacke an, setzt eine Mütze auf und zieht Handschuhe an und fährt weiter. Wie geländegängig ein Kübel ist, das soll dieser VW-Werbespot aus den USA zeigen. Von Anfang an leidet der Wagen unter dem Makel, nur einen Heck und keinen Allradantrieb zu haben. Die Stärke eines Kübels im Gelände ist sicherlich sein geringes Gewicht. Selbst wenn er sich mal festfährt, man kann ihn relativ schnell wieder flott machen. Wenn irgendjemand schiebt oder zieht, ist man normalerweise gleich wieder aus irgendeinem Loch draußen. Mit geringem Gewicht und hoher Bodenfreiheit sind Feld- oder Waldwege und Schotterstrecken die Domänen des VW 181. Ein Sperrdifferential gab es damals nur gegen Aufpreis. Ein Allradantrieb war auch auf Wunsch nicht zu bekommen. Auch Ralf fährt mit seinem Kübel gern ins Gelände. Der fehlende 4x4-Antrieb stört ihn nicht weiter.
mit dem Kübel im Gelände, das bedeutet immer, man muss so ein bisschen Schwung haben. Also nicht stehen bleiben, speziell wenn es nass und rutschig ist, da braucht man immer so ein bisschen Schwung, um so ein bisschen kritische Passagen zu überwinden. Wasserdurchfahrten mit dem Kübel dank hoher Bodenfreiheit und simpler Bauweise ein Kinderspiel. Der Technik kann bei Wasserdurchfahrten relativ wenig passieren. Zum einen ist der Motor hinten, also ein Wasserschwall kommt so leicht nicht in den Motor rein. Selbst wenn der Motor voll Wasser läuft, ist mir auch schon passiert, dann muss man ja im Prinzip das Öl wechseln und kann eigentlich weiterfahren. Elektronik haben wir ja nicht, insofern kann nicht allzu viel kaputt gehen. Dennoch bleibt eine Offroad-Tour auch im einfacheren Gelände mit dem 181 immer ein Abenteuer. Ich sage mal, der Reiz, mit dem Kübelwagen im Gelände zu fahren, besteht eigentlich genau darin, dass es eigentlich kein Geländewagen ist und eben zu schauen, was doch möglich ist. So ein bisschen die Grenzen austesten und es ist eben eine Herausforderung, doch einiges fahren zu können oder versuchen zu fahren, was eigentlich, wo man erst vermutet, dass es gar nicht geht. Das macht eigentlich den Reiz aus. Also der Kübelwagen ist eigentlich mein Lieblingsauto. Ich wüsste jetzt momentan so direkt keinen Ersatz dafür.